Hallihallo, liebe Leute, hier bin ich wieder, eure liebe Dodo. Und mit Murderat. So, wir haben im letzten Part so einiges herausgefunden. Wir haben hier so ein paar Folterinstrumente oder generell so Foltersachen gefunden. Wie früher die Leute umgebracht wurden, sind gefoltert. Also auf jeden Fall hatte das immer meistens was mit Hexerei zu tun früher. Weil wir hatten nämlich hier schon gesehen, da war gerade das Mädchen, das wir direkt am Anfang gesehen hatten, was uns quasi erklärt hat, wie wir da am besten durch die Geisterwelt durchkommen. Das wurde nämlich erhangen. Und jetzt ist die Frage, ob sie auch Opfer des Glockenmörders geworden ist, weil eigentlich in dieser Filmfrequenz sah es nicht danach aus, als wäre es der Glockenmörder gewesen. Weil sie halt, wie gesagt, wirklich erhangen wurde von anderen Menschen, die man auch in der Frequenz sehen konnte. Deshalb gehe ich davon aus, dass das etwas älter ist und womöglich was mit der Hexerei zu tun hat, also so Richtung Mittelalter. Deshalb müsste das... Was nutzt der Glockenmörder Folterinstrumente, um seine Opfer zu töten? Ja, gute Frage, ne? Aber warum sie wie Hexen töten? Tja, das ist natürlich eine gute Frage. Eigentlich waren die Mädels oder die ganzen Leute, die immer umgebracht worden sind, von den Anklägern ausgestellt ist. Es ist so ein wichtiger Teil von Salems Geschichte. Keine Hexen. In der Tat sind einige Stücke noch nicht ausgestellt. Wir bereiten sie im Moment oben im Restaurationsraum vor. Okay. Mal sehen, was sich hier noch finden lässt. Ah, jetzt kann ich auch hier rein. Jetzt ist der Zug nicht im Weg. Vorhin war nämlich der Zug im Weg. Und wenn wir... Oh. Gut, da war ein Zug im Weg. Mir fällt ein Zug mitten im Raum. Krass. Naja. Soll dann so viel heißen, wie ich soll mich beeilen? Ist natürlich die Frage, ne, wenn wir jetzt noch mehr so Folterinstrumente sehen, wissen wir rein theoretisch, was als nächstes passiert quasi. Hä? Warum bin ich denn jetzt hier hingekommen, um zu sehen, dass ich gar nicht weiterkomme? Das verstehe ich nicht. So ein bisschen eigenartig. Ups. Okay. Der Zug konnte uns töten. Warum auch immer? Gute Frage. Nächste Frage. Ja, kein Plan. Auf jeden Fall ist es auf jeden Fall sehr gut. Dann könnten wir ungefähr so noch einschätzen, was der Glockenmörder als nächstes hat. So, aber wie komme ich in diesen Restaurations... Das... ist scheiße. Okay, der Zug kann mich auf jeden Fall platt machen. Warum auch immer. Warten wir ab. Dann können wir so ungefähr einschätzen, was den nächsten... Alter, was ist hier los? Die nächsten Folterinstrumente sind...
Aber ich verstehe nicht so ganz, was die Geschichte mit dem Mädel, was uns da gezeigt hat, wie wir da am besten, ne, durch die Geisterwelt kommen, was die damit zu tun hat, mit der ganzen Geschichte. Das verstehe ich nicht. Alter. Okay, hier geht's nicht weiter. Aber da wird treffen. Ach, da ist meine Figur. Ah, und da komme ich auch hoch. Komisch ist nur, warum fällt hier ein Zug her? Echt merkwürdig. Aber wir müssen ja nicht alles wissen. Ich wünsche, dass Sailor wäre für etwas anderes berühmt. Tja. Ich wollte immer ein echter Cop sein. Ey, manche Synchronstimmen kommen mir echt so bekannt vor. Das finde ich so übelst cool. Okay, hier wird gespeichert. Das ist sehr gut. Wir sind wieder diese dummen. Dumm. Ich glaube, das war jetzt unklug. So. Hier komme ich aber nicht durch. Hier ist also nichts Interessantes drin. Hier ist auch nichts wirklich Interessantes drin. Von dem ich mir eigentlich erhofft hatte, dass hier was Interessantes drin sei. Hallo. Wieso kann ich da nicht hin? Okay, das macht irgendwie keinen Sinn. Das macht schon eher Sinn. Dass ich das gemacht habe. Hier kann ich nicht durch die Wand gehen. Aber hier sind jetzt wirklich keine Folterinstrumente. Ah, von da kam ich. Also hier sind jetzt keine Folterinstrumente, wo ich sage, das Geglibber gefällt mir. Ah. Joy? Ich sagte, du sollst auf Iris aufpassen. Du bist nicht mein Boss. Oh, nein, nicht? Wirklich? Bist du sicher? Ich habe unten einiges gefunden. Der Glockenmörder tötet seine Opfer, als wären sie Hexen. Ich gehe nach oben und sehe nach, was ich noch finden kann. Und du kommst einfach mit. Ich hätte dir sagen sollen, folge mir, dann wärst du vielleicht in der Kirche geblieben. Hast mich durchschaut. Okay. Stopp mal, hier sind doch noch Requisiten. Ich muss die mitnehmen. Ist mir aufgefallen, ich habe bis jetzt noch wirklich kein einziges Requisit so behalten können. Halte nach Sicherheitskameras und Alarmanlagen Ausschau. Danke für den Tipp
Aber das ist ja nicht mein erster Einbruch heute. Ja, das kann man so stehen lassen. Aber wirklich was Brauchbares ist hier jetzt nicht. Das sieht wie der richtige Ort aus. Mal sehen, was mir diese Artefakte über die Hexenprozesse sagen können. Ja. Okay. Verfolgung. Ja, das war so Sachen, ne? Keine Ahnung. Plakat. Ach so. Das war's nicht. Woher soll ich das denn wissen? Witzbold. Verzeihung. Es wird für immer dir gehören. Schande über dich, Bridget. Dein vermeintlicher Kontakt zur Geisterwelt wird dich noch in die Verdammnis führen. Was? Okay. Ja, klar, früher haben die wirklich an alles Mögliche geglaubt, ne? Ist natürlich extrem mega krass. Wichtige Nachricht. Doof ist, dass du diese wichtige Nachricht nicht entschlüsseln kannst. Urteil. Ach, da standen alle drauf. Da ist nix. Übersinnliche Geschichten. Rose Campbell, Schüler an der, behauptet ursprünglich Kräfte zu haben. Kindermedium Sophia Baker findet vermissten Mann. Oh, scheiße. Hellseherin führt Polizei zur grauenhaften Entdeckung. Medium löst 20 Jahre alte Mysterium. Kolumnie gibt... Gibt es Medien wirklich? Ups. Welche Richtung? Das ist natürlich echt bitter, ne? Notruf. Das? Navigation? Sieht eher aus nach einem Schiff. Ah, hier. Kanone. Meine ich doch. Schiff. Alles mir. So, jetzt kann ich. Dieser Ort bringt mich mit jahrhundertealten Eindrücken in Kontakt. Komisch, ne? Ich versuche mich auf den Mörder zu konzentrieren. Aber der Nachhall dieser Eindrücke funkt ständig dazwischen. Wie Tote aus der Vergangenheit, die nicht vergessen werden wollen. Das ist jetzt schon das keine Ahnung, wie viele Heftchen, was ich hier finde. Ah, okay. Hier ist nix. Wein. Wahnsinn. Kam ich? Nein, ich kam nicht von hier. So, nee.
Okay, das kann ich mir nicht angucken. Die Geister sind manchmal ganz schön gruselig. Nee. Kann ich mir auch nichts angucken. Steht irgendwas de facto mit Glockenmänner in Verbindung? Wo ist Joey? Wo ist Joey? Joey, 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 Joey. Ey, da war noch was. Steckt fest. Oh, was ist das? Ein Ei. Sieht zumindest aus wie ein Ei. Ist nichts. Brauchst du meine Hilfe oder so? Nö, ist jetzt noch nicht. Was jetzt? Mensch. Wenn doch, sag ich Bescheid. So, aber ich glaube, das sollte normalerweise reichen. Versuchen wir es mal. Steckt irgendeiner der Artefakte mit dem Glockenmörder in Verbindung? Ja, sehr gute Frage. Öffentliche Vorladung. Ja, die hier. Glockenmordziele sind Medien. Das steht in Verbindung. Ach so, ja, cool. Schiffrat. Wein. Medien für Hexen gehalten. Gemälde zum Hexenprozess. Schiffsanker. Urteil. Liste der Angeklagten. Okay, das war's nicht. Falsch? Okay. Urteil? Auch nicht. Okay. Wein hat nichts damit zu tun. Kompasshäuschen hat nichts damit zu tun. Schiffswrack? Nein. Nein. Öffentliche Vorladung zur... Nein? Hey. Ich bin im Raten echt dumm. Hat doch nichts was mit der Kanone zu tun. Schiffsanker. Also mir fehlt irgendwas noch. Irgendwas fehlt mir noch. Ich weiß noch nicht was. Such weiter, hier muss es mehr geben. Na, na. Okay, ich such weiter. Ich kann ja durch Wände gehen. Ich glaube, das ist uninteressant. Okay, ich glaube, ich muss hier drin bleiben. Ah, da ist noch ein Gemälde. Was ist das? Hey! Was macht der denn hier? Das ist der Museum. Herr Kleine, du musst dieses Bild für mich hochheben. Bitte. Da fehlt ein Bitte. Danke. Ey, da ist eine... Es heißt... Die gehängte Hexe? Die gehängte Hexe. Gruselig. Da ist eine Glocke drauf. Das ist das Symbol des Mörders. Jetzt habe ich aber doch alle Hinweise, ne? Nein, mir fehlt noch eins.
Medien, weil er sie für Hexen hält? Das ist Irrsinn. Kenne ich jemanden, der sich für Medien interessiert? Nö. Baxter. Baxter Museum. Bowling Champion. Baxter Beförderung. Baxter versteckt das Buch. Baxter sucht das Mädchen. Glockenmörder. Ja, die müssen es sein. Und warum ist Baxter darin verstrickt? Gute Frage, nächste Frage. Er wurde mit der Degradierung abgezogen. Wir haben das Symbol des Mörders. Wir haben einen Verdächtigen. Wir sind fast am Ziel. Und hoffentlich. Nicht einen einzigen Schritt näher an meiner Mom. Wie gesagt, die Welt braucht nicht noch eine Heulsuse. Weißt du was? Du kannst mich mal. Du verstehst das nicht. Ich versteh's nicht? Meine Frau wurde vor 3 Jahren ermordet. Sie ist ins Licht hinaufgeschwebt und ich stecke hier mit einem zickigen Teenager fest. Hey! Nicht streiten! Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Deine Mutter versteckt sich seit wann? 2, 3 Tagen? Hä? Und ich garantiere dir, wir finden sie. Wenn ich versage, wenn wir versagen, werde ich Julia nie wiedersehen. Niemals! Ah, cool. Wir versagen nicht. Ich brauche keinen Cheerleader. Hurra! Wir versagen nie, Julia! Wusste nichts von dir. Ja. Hör zu. Wir müssen nach dem handeln, was wir wissen. Geh du zur Kirche. Ja, bitte. Zur Kirche? Wo gehst du hin? Weiß ich noch nicht. Mal schauen. Baxter ist unser Hauptverdächtiger. Ich muss in seine Wohnung überprüfen, ob er irgendwelche Leichen im Keller hat. Vermutlich keine gute Idee, als Flüchtiger einen Kopf zu besuchen. Gut, wir sehen uns später. Ist schon tot. Cool. Was machen? Wir wollen jetzt zu Baxters Haus. Um dann zu gucken. Ah ja, cool. Okay, Baxter ist bis jetzt unser Hauptverdächtiger. Ob Baxter wohl der Glockenmörder ist? Wir werden es herausfinden, aber nicht heute. Im nächsten Part. Und mal schauen, weil ich glaube, wir kommen so langsam der Lösung auf die Spur, wenn Baxter wirklich der, was ich... Also ganz ehrlich, ne? Ich glaube eigentlich nicht, dass es der Baxter ist. Außer er wird hypnotisiert oder getäuscht oder irgendwas anderes, weil er ist eigentlich voll der Macho und ich kann mir nicht vorstellen, dass der sowas macht. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie so ein bisschen... Vielleicht bin ich da auch zu gutgläubig. Vielleicht ist das ja in Wirklichkeit doch und ich habe seine... Obwohl, das stimmt ja. Man weiß ja nie. Man kann lieb sein, aber in Wirklichkeit ist man Arsch. Deshalb werden wir im nächsten Part schauen, wie es weitergeht. Hoffentlich kommen wir dem Glockenmörder immer näher auf die Spur. Hoffentlich werden wir herausfinden, ob es Baxter ist oder nicht. Hoffen wir, dass es er nicht ist. Sonst bin ich echt ein schlechter Mensch. Habe ich schlechte Menschenerkenntnisse. Naja, wir schauen beim nächsten Mal. Ich sag hiermit schön mit Ö. Bis zum nächsten Mal. Mit eurer lieben Kleinen.